Leute, was läuft? Ihr seht direkt, wir haben jeden Tag ein Spiel in diesem Monat und dieses Mal gibt es auch richtig viele Verletzungen. Erstes Spiel gehen wir noch ganz normal rein. Die Spieler sind noch fit und gewinnen hier 2:1. Keine Verletzungen. Zweiter Tag, zweites Spiel. Ja, die Spieler sind nicht mehr ganz fit. Gewinnen das Spiel aber trotzdem, denn die Fitness ist da nicht so extrem wichtig in der Simulation. Jetzt hier das dritte Spiel gegen Köln. Ja, manche Spieler haben überhaupt gar keine Fitnessanzeige mehr. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir hier reingehen ins Spiel. Und wir kassieren direkt mal das 1:0, denn ihr seht, die Spieler sind jetzt nicht so extrem schnell, können hier nicht mithalten. Aber es geht ja um was anderes hier. Manche Spieler haben sich sogar noch während des Spiels ein bisschen regeneriert. Ey Jungs, ihr sollt da keine Pause machen, ihr sollt euch verletzen. Bester Trainer der Welt. Okay, das erste Spiel lief dann erstmal in dem Experiment hier in dem Rahmen nicht gut, muss man sagen. Und ich kann es mir nicht erklären. Wir machen hier das 1:0 im nächsten Spiel. Die Spieler sind eigentlich überhaupt nicht fit. Wir wollen jetzt hier Verletzungen sehen. Keine Tore. Und jetzt haben wir eine Verletzung da. Ausgerechnet Kimmich, der am Anfang noch so extrem viel Ausdauer hatte. Jetzt verletzt er sich hier. Ne, ist es gar nicht Kimmich. Es ist Lewandowski, der so weit zurück war. Einfach mal kurz die Nummer einfach umgedreht. Lewandowski verletzt sich jetzt hier als erster Spieler. Wäre jetzt natürlich auch wieder reingegangen. Ja, und damit müssen wir das erste Mal hier wechseln. In der ersten Partie ist es ja, ja, gut für uns ausgegangen. Und jetzt natürlich direkt Lewandowski. Ganz, ganz bittere Sache. So, da muss natürlich ein neuer Mann hier rein. Der ist natürlich komplett fit. Und da haben wir den nächsten, der sich hier verletzt. Ich glaube, es ist Thomas Müller. Ja, genau so ist es. Der verletzt sich hier. Oh, am Knie. Da müssen wir später natürlich gucken, wo die sich genau verletzt haben oder wie die sich genau verletzt haben. Heute mal das Ärzte-Team im Fokus. Wir müssen ein zweites Mal wechseln und schauen direkt, wen es als nächsten hier trifft. Hier sehen wir nochmal das Ganze so ein bisschen durchgelaufen, sind wir da. Ja, und dann ging nichts mehr hier. So, Musiala kommt jetzt rein. Bis jetzt verletzen sich die Spieler immer nur, wenn sie im Vollsprint und gerade am Ball sind. Und jetzt kassieren wir hier fast noch das 2:1. Aber das Ergebnis ist erstmal egal. Es geht um die Mannschaft. Beziehungsweise um die Verletzungen. Und das Spiel ist auch direkt vorbei. Ergebnis war jetzt natürlich nicht so extrem gut. 5:1 haben wir das Ganze verloren, aber es haben sich zwei Spieler verletzt. Ja, das war irgendwie schon das Gute an dem Satz, beziehungsweise das Gute, was passiert ist, weil das ist ja quasi heute unser Ziel. Es ist komplett random. Aber die erste Folge, wo wir das Ganze in der Simulation gemacht haben, habt ihr übel gefeiert, habt aber auch in die Kommentare geschrieben, wir müssen das schon dann in-game machen. In der Simulation bringt das nicht so viel. Jetzt gucken wir erstmal, was mit Lewandowski und Müller ist. Und eben waren noch hier Paris-Spieler mit am Start. Die sind dieses Mal nicht mit dabei. Thomas Müller für 3 Monate raus. Wir sehen hier in der Simulation, also in dieser Anzeige, macht das den Spielern einfach nichts aus. Hier verletzen die sich nicht und ja, es sieht alles normal aus, auch ohne Lewandowski und Thomas Müller. Hier ein 2:1 und eben keine Verletzungen. Jetzt sehen wir aber wieder eine Verletzung und jetzt bin ich da nicht durchgelaufen. Also das war eine relativ normale Verletzung und es ist von einem Spieler, der eigentlich fit sein sollte, von Sabitzer. Ja, ich würde sagen, das ging schnell. Der Assistenztrainer hat ihn aufgestellt. Wir packen Musiala natürlich rein. 61er Stürmer haben wir hier jetzt als Backup. Und jetzt haben wir direkt die nächste Verletzung. Der Angriff läuft doch, aber ihr seht da auf der rechten Seite, beziehungsweise an der Strafraumkante, liegt da jemand am Boden. Diesmal hat es Benjamin Pavard getroffen. Auch der fasst sich hier wieder ans Knie. Ja, die ersten 5 Minuten, wo wir jetzt hier in-game sind, die laufen ja schon mal richtig gut. Pavard läuft jetzt nicht mehr so richtig gut. Und ich glaube, für dieses Spiel reicht es erstmal. Am Ende wird das Ding jetzt hier noch verloren. Bei Pavard ist es ein Muskelriss in der Wade. Und diese Nachricht werden wir heute noch öfter bekommen. Und jetzt geht es hier direkt los mit der Champions League. Wir werden der Mannschaft aber erstmal ein paar normale Spiele, beziehungsweise Tage geben. Ganz normale Tage, wenn man jetzt hier in den nächsten 5 Tagen 5 Spiele hat. Gucken wir mal, wie die Ergebnisse jetzt laufen mit den ganzen verletzten Spielern. Unentschieden, Sieg, Sieg, Frankfurt Niederlage und gegen Leverkusen auch nochmal einen Sieg. Also auch ohne Lewandowski und Müller läuft es hier. Aber in die Champions League werden wir jetzt hier wieder reingehen. Und es hat gar nicht so lange gedauert. 1 Minute sind wir drin und da seht ihr schon, ja, in der Mitte des Feldes. Es geht einfach weiter, die spielen einfach weiter. Ey, Jungs, was soll das hier? Da kretsche ich direkt mal rein. Was soll das? Da ist einer verletzt. Spiel den Ball ins Aus, Junge. So, da spielen wir den Ball ins Aus. Dann sehen wir auch, Kimmich ist derjenige, der sich da verletzt hat. Oder geht's für ihn einfach weiter? Ich glaube, für ihn geht's einfach weiter, oder? Ja, Kimmich ist nur so ein bisschen, hat dieses Pflaster. Ja, Kimmich, der denkt sich ja, nee, Jungs, ich bin jetzt hier noch nicht verletzt. Ich spiele jetzt hier noch durch. Jetzt sehen wir da oben eine Verletzung. Aber ja, er kann weiterspielen. Nur bei einer richtig krassen Verletzung ist es so, dass er dann auch runter muss. Aber für Kimmich geht es einfach weiter. Natürlich jetzt perfekt, das Perfekte, was man für den Körper tun kann, einfach weitermachen. Oh, jetzt bin ich
Benfica, die machen weiter und machen auch direkt das 1-0. War aber abseits, deswegen gar kein Problem. Wir können weitermachen, Upamecano und natürlich Kimmich hier. Ja, der hat die Pässe vor der Verletzung auch schon mal ein bisschen besser gespielt. Und ich meine, wir haben jetzt hier das 1-0 kassiert. Verteidigen hat davor ja schon... Ja, okay, also so lost müssen wir dann auch nicht sein. Verteidigen hat davor schon keinen Spaß gemacht, aber mit dieser... Ja, das ist so, als hätten die 0 Pace so in die Richtung. Macht es einfach noch weniger Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass das... überhaupt noch möglich ist. Und jetzt sehen wir, Alphonso Davies hat gerade einfach einen langen Pass gespielt. Ich zeige euch das. So ungefähr war der nur ein bisschen größer. Jetzt wollte ich ihn fast schon anspielen. Alphonso, oh, der kann einfach weitermachen, oder? Ja, der kann genauso wie Kimmich einfach weitermachen. Okay, wir machen jetzt mal, wir testen mal jetzt aus, wenn wir jetzt einfach ein bisschen durchlaufen mit ihm. Wird er sich dann auch noch richtig verletzen? Oder wird er einfach hier so auf dem Feld bleiben? Okay, der ist immer noch schnell. Obwohl er hier... ja, keine Ausdauer mehr hat, ist er immer noch schnell. Überläuft einfach trotzdem alle. Alphonso Davies, bester Mann. Bester Mann, der überläuft hier einfach trotzdem noch alle. Komm, wir machen jetzt ein Tor. Wir machen jetzt einfach ein Tor mit Alphonso Davies. Wir laufen einfach durch. Dem ist das egal, ob der ein bisschen angeschlagen ist. Der läuft einfach hier in den Strafraum durch. Den Ball machen wir aber nicht rein. Ja, komm schon. Ja, okay, schade. Aber wir sind durchgelaufen bis zum Tor. Und bei Alphonso Davies, da hat sich das mit der Verletzung einfach geklärt, beziehungsweise ja, ist nicht mehr wie bei Kimmich jetzt einfach das Pflaster drauf, sondern der ist nochmal über das halbe Spielfeld gerannt und dachte sich danach, ja okay, jetzt ist das Ding ja auch ausgelaufen. Ausgelaufen? Also, jetzt ist die Verletzung wieder weg. Obwohl, oben wird sie angezeigt. Ist er jetzt verletzt oder nicht? Nee, wird nichts angezeigt. Und jetzt habe ich Süle verletzt, indem ich einfach einen langen Pass gespielt habe. Ich glaube, ihr seht es noch nicht. Sieht man es jetzt hier schon? Ja, jetzt sehen wir, Süle ist da verletzt, deswegen gleich wird auf ihn... okay, jetzt ist auch das Spiel unterbrochen. Da sehen wir Süle... ja, fasst sich da ans Bein, ist jetzt hier verletzt. Also lange Pässe zu spielen oder mit den Spielern durchlaufen. Also ich fühle mich so, als würde ich gerade hier ein Tutorial machen, wie man Spieler verletzt. Ist es ja auch quasi. Ist es quasi auch. Lasst einen Daumen nach oben da für dieses verrückte Experiment. Süle ist auch so verletzt, dass wir den hier runter auswechseln müssen. So, jetzt kommt Hernandez rein. Der denkt sich auch, ja, okay, ich habe, Bank war schon in Ordnung. Da habe ich mich gerade mit den letzten Kräften noch hingeschleppt und jetzt muss ich trotzdem noch hier rein ins Spiel. Und was passiert eigentlich, wenn wir mit Manuel Neuer einfach komplett... ja, ja, so war das jetzt nicht geplant. Hallo Manuel, mach so, wie du in Real Life machst. Okay, was passiert, wenn wir mit Manuel Neuer einfach hier so durchlaufen auf Frech? Das hat er auch das ein oder andere Mal gemacht. Da hat er sich nicht verletzt. Jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. Wird er sich jetzt hier verletzen? Das ist natürlich eine saudumme Sache, die wir hier machen. Oh, da hat sich ein anderer verletzt. Hey, willst du hier Torwart spielen? Ich wollte mich hier gerade verletzen. Oh, okay, einfach über ihn drüber geschieden. Perfekt. Jetzt ist es Alphonso Davies, der jetzt hier am Boden liegt. Okay, jetzt nehmen wir den Ball in die Hand. So, wir spielen lieber mal ins Aus, aber eigentlich will ich mich noch mit Manuel Neuer hier verletzen. Was passiert jetzt? Okay, jetzt wird unterbrochen. Alphonso Davies liegt am Boden. Da hat sich das Ganze einfach nur so ein bisschen nach hinten verzögert. Ja, diese Bewegung wird der Schiedsrichter, denke ich, doch öfter machen. Alphonso Davies hat sich anscheinend doch überschätzt und jetzt muss er auch ausgewechselt werden. Kimmich immer noch mit dem Pflaster. Wir gucken einfach mal, wie es hier weitergeht. Neuer Linksverteidiger ist drinne. Und da sehen wir auch, Alphonso Davies läuft einfach ganz normal. Und dann, weiß nicht, hat er sich irgendwie selber quasi da reingetreten oder so? Sah ein bisschen komisch aus. Jetzt ist der Ball wieder bei Manuel Neuer. Und jetzt werden wir hier auch, ja, erstmal den Ball hier so fangen. Perfekte Sache. Jetzt wollen wir das Experiment mit Manuel Neuer starten. Kann sich ein Torhüter überhaupt verletzen? Habt ihr schon mal einen, was ist denn jetzt? Halbzeit oder was? Ja, jetzt ist Halbzeit. Perfekt. So, jetzt also. Kann sich ein Torhüter überhaupt verletzen? So, jetzt ist er noch richtig am Start. Jetzt hat er noch die Energie, aber solche Läufe... ja, okay, wir machen es aber echt nicht so gut. Ah, perfekte Sache hier. So, weiter geht's jetzt hier. Experiment mit Manuel Neuer. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da für mehr Experimente und natürlich ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Weitere Experimente gerne vorschlagen. So, ja, es geht aber weiter. Perfekt. Es geht aber weiter. Wir spielen ganz frech neben dem Stürmer einfach mal und wir verlieren auch einfach den Ball nicht. Gute Nummer. Gute Aufführung hier von Manuel Neuer. Es geht aber natürlich weiter. Wir wollen ihn hier verletzen. Es hört sich saudumm an. Das ist einer der randommäßigsten Videos hier auf dem Kanal und davon gibt es einige. Das heißt schon was. So, jetzt machen wir wieder typische Manuel Neuer Action hier. So, es geht natürlich weiter. Ich will das jetzt irgendwie schaffen. Oder zumindest mit Manuel Neuer ein Tor oder so machen, aber so wird es natürlich überhaupt nichts. Egal, machen wir eine andere Sache. Kann man sich verletzen, indem man schlecht spielt? Ja, das müssen wir natürlich auch noch herausfinden. Aber kann man sich verletzen, indem man hier einfach mal so ein bisschen dribbelt? Wir werden das Ganze ausprobieren, Musiala. Oh, so lange Pässe und so weiter, die sind natürlich immer ganz gefährlich. Ja, okay, perfekte Ballannahme hier. So, jetzt Leroy Sané, wir wollen so ein bisschen dribbeln. Was machen wir da? Warum sage ich wir? Das bin alleine ich.
Aber hört sich natürlich für mich einfach besser an, wenn ich euch da auch noch mit reinziehe. Okay, perfekt, 3:0. Oh, und jetzt sehen wir einfach eine Verletzung bei dem gegnerischen Team. Ey, Jungs, das ist unsere Aufgabe hier. Breche Nummer, der verletzt sich einfach in dem Spiel, wo wir eigentlich alle hier verletzen wollen. So, das war's von diesem Spiel. Zwei verletzte Spieler bei Kimmich. Da müssen wir einfach mal gucken, was da noch passiert. Ja, und wir sehen auch, dass Kimmich jetzt richtig verletzt ist. Also dieses Krankenhaus-Symbol. Ja, die Startelf sieht ja richtig gut aus. Mal gucken, wie die Elf hier spielt ohne die ganzen Spieler. Da sehen wir. Ja, okay, unentschieden. Einige gute Spieler haben wir ja noch da. Und wir sehen auch, wir sind Tabellenführer. Gut, ist jetzt auch nicht das Wunder, weil die anderen spielen ja noch gar nicht, aber... Trotzdem sind wir Tabellenführer. Mit einem guten Gefühl können wir auch ins nächste Spiel hier gehen. Wir sehen bei Kimmich, der ist nur 2 Wochen draußen. Also bis jetzt, ja, die leichteste Verletzung. Wadenzerrung. Niklas Süle holt sich einfach mal einen Muskelfaserriss. Alphonso Davies greift auf den Klassiker mittlerweile hier schon zurück. Achillessehnenriss. Ich glaube, die Liga hat sich da zusammengeschlossen und einfach mal so einen Arzt den Bayern untergejubelt, der nicht so gute Arbeit macht. Verletzungsmisere beim FC Bayern geht weiter. Koman ist verkauft. Ja, perfekt. Ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht schon genug Spieler, die verletzt sind und die jetzt hier gerade nicht am Start sind, dann werden auch einfach mal Freigabesummen bezahlt. Und das Ding, der ist natürlich direkt weg, weil wir ja zwar im 100. Spiel gefühlt sind, aber natürlich noch im Juli, das heißt in der Transferphase. Der geht hier in die Premier League zum FC Chelsea. Wir verlieren währenddessen jetzt hier die Spiele so langsam. Ja, und wenn man sich so überlegt, Kimmich ist für 2 Wochen draußen, aber das heißt, ja, der verpasst jetzt die Hälfte der Saison. Hier haben wir ja noch im August ein paar Spiele. Wir gucken erstmal, wie das hier so läuft. Gegen Dortmund können wir ja mal wieder reingehen. Vielleicht verletzt sich ja auch zwischendrin noch jemand. Wir sehen, Cevicic werden wir sehr wahrscheinlich rausfliegen. Jetzt geht's so richtig los mit den Niederlagen. Aber es ist anscheinend hier keine Verletzung dazugekommen. Aber war ja auch ein bisschen klar, in der Simulation verletzen sich einfach keine Spieler. Oder zumindest nicht so häufig. Choupo-Moting führt hier die Top-Torjägerliste an. Und gegen Dortmund werden wir hier wieder reingehen. Schauen wir mal, wie diese Partie hier läuft. Upamecano einfach mal mit einem Solo nach vorne. Und da verletzt er sich auch direkt. Ja gut, das war dann ein Solo zu viel. Ist direkt am Boden. Das Spiel, ja, fängt wieder super an. Da müssen wir direkt schon am Anfang wechseln. So langsam gehen uns auch die Optionen aus. Hier sehen wir das Ganze nochmal in seiner vollen Pracht. Und natürlich, irgendwann ist dann auch einfach Schluss. Vor allem am Anfang der Partie verletzen sie sich einfach sehr schnell. Danach machen die einfach lange gar nichts. Ach man, jetzt wollte ich mit Manuel Neuer hier wieder so einen richtigen Run starten, aber... Ja gut, das wird natürlich hier verhindert. Geht ja wieder super los. Also besser kann man wirklich nicht in der Partie starten. In den ersten 6 Minuten oder 5 Minuten hier direkt eine Verletzung und ein Gegentor. Und was war das denn? Der spielt nur einen Pass und verletzt sich dann. Oh Gott, und das sieht richtig schlimm aus. Musiala, nee, Musiala ist es gar nicht. Batista Meier. Das sah richtig schlimm aus. Okay, das war bis jetzt die schlimmste Verletzung. Aber ja gut, der Pass, der war... Ja, weiß ich nicht. Der Pass war vielleicht nicht so... Ne? War ein bisschen hart gespielt oder so, keine Ahnung. Direkt die nächste Verletzung. Ja, wenn es hier so weitergeht, dann haben wir gleich die ganze Mannschaft durch. So sah das Ganze jetzt hier aus. Der hat den Pass gespielt und danach ist er einfach komplett irgendwie umgefallen. Okay, das sah echt, sah jetzt nicht so gut aus. Tolisso kommt rein. Der hat gar keinen Bock auf diesen verletzten Flug hier gerade. So, und jetzt weiter mit Manuel Neuer. Okay, Spaß, jetzt lassen wir es auch mal. Okay, und das ist jetzt echt uncool. Also du weißt doch, wir haben 2 Verletzte und ein blödes Gegentor bekommen. Da musst du doch jetzt hier nicht sowas raushauen. Schaut es euch an. Also das muss dann echt nicht sein. Was macht der Malen da mit uns? Also das ist wirklich frech und dann haut er ihn da einfach so in den Winkel rein. Also ein bisschen Mitgefühl kann man ja auch mal haben. Okay, mal eine Ecke rausgeholt. Das ist eine gute Sache, weil da können sich ja auch eigentlich nicht so viele Spieler verletzen, oder? Also Ecke kann man sich ja... Ja gut, kann man sich eigentlich schon verletzen, aber... Machen wir hier natürlich nicht. Komm, Gnabry, der ist doch noch fit. Das ist nur eine Anzeige. Ja, perfekte Sache. Und ich glaube, nach 2 Verletzungen ist immer so ein bisschen Schluss. Dann denkt sich das Spiel, okay, reicht jetzt auch mal, während wir hier nochmal diesen Ball von Haaland halten. Deswegen gehen wir mal aus dem Spiel raus. Ist ja auch schon genug passiert, muss man sagen. So, wir haben zwar 5 Spiele in der Champions League gemacht, sind aber trotzdem einfach Gruppenletzter. Ganz bittere Sache in das letzte Spiel. Da müssen wir nochmal reingehen. Ja, mit dieser 11. Wir schaffen die 3 Spieler da, die kriegen wir auch noch hin. Und wir wissen ja, dass es immer sehr schnell geht. Also am Anfang des Spiels verletzen sich immer ganz schnell die Spieler. Ich will auch gleich mal versuchen, das haben wir bis jetzt noch nicht so viel gemacht, dass wir schießen aufs Tor. Dass wir einfach mal richtig hart aufs Tor schießen, weil mit den Flanken hat das ja irgendwie so geklappt. Ach Mann, ich will doch hier aufs Tor spielen. Jetzt sehe ich da schon wieder einen auf, am Boden. So, wir wollen jetzt einfach mal einen harten Schuss machen, aber das wird natürlich nichts, weil wir hier nicht spielen können. Und diesmal trifft es Marc Rocker, der jetzt hier am Boden liegt. Diesmal, ja, hat es knapp 5 Minuten gedauert. Aber ich wollte jetzt eigentlich was ausprobieren. Also so war das jetzt hier nicht geplant. Und ich meine, ich wollte eigentlich Startelf-Spieler hier quasi verletzen. So, irgendwann sind wir natürlich auf dem Level angekommen, wo wir dann keine Spieler mehr haben, wo wir das Spiel aufgeben müssen. Aber jetzt können wir nochmal ganz entspannt spielen hier. So, lass uns jetzt einfach mal ganz hart aufs Tor schießen. So. Na gut, der muss natürlich dann auch schon aufs Tor gehen. Ach, da liegt schon wieder einer.
an der Strafraumkante. Hey, ich will hier mein Experiment durchziehen. Jetzt hört doch auf, euch automatisch hier schon zu verletzen. So, die spielen auch einfach immer weiter. Perfekte Sache. Ganz vorbildlich. Und, oh Gott, jetzt passieren wir fast noch das Tor. So, jetzt wird aber abgepfiffen. Und diesmal trifft es den nächsten Spieler. Ist das Tolisso? Der ist doch gerade für den reingekommen, oder? Ja, gut, perfekt. Ja, das ist eine richtig gute Arbeitsaufteilung. Der macht einfach da weiter, wo Rocca aufgehört hat. Tolisso jetzt hier mit der Verletzung. So, dann hier der nächste Spieler. Ich glaube, der hat ja richtig Bock, nachdem sich zwei Spieler auf der Position verletzt haben. Hier sehen wir auch nochmal das Ganze, weil wir waren ja nicht aktiv mit dabei. Und ja, gut, irgendwann reicht es dann auch. Da hat er dann, den Angriff hat er nicht mehr zu Ende gespielt, sagen wir es so. Ah, perfekte Sache, jetzt haben wir auch noch eine rote Karte bekommen. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, hier rauszugehen. Wir haben sogar noch 1:1 gespielt. Und statt Verletzungen haben sie einfach gelbe Karten hier noch abgeholt. So, Kimmich ist in 8 Tagen wieder fit. Dann springen wir doch direkt mal 8 Tage weiter. Wir schauen uns natürlich währenddessen die Ergebnisse an, wo wir erstmal 2 Spiele verlieren, beziehungsweise gewinnen. Und danach verlieren wir hier die Spiele. Aber überraschend oft gewinnen wir hier noch Spiele. Gut, wir haben natürlich Manuel Neuer als Keeper mit einer 90 hinten. Kimmich ist jetzt auch wieder fit und ist sogar, ja, topfit, muss man sagen. Der hat wieder richtig Energie hier gegen Greuther Fürth. Trainer, ich bin ziemlich fit. Ja, das haben wir schon extrem lange nicht mehr gehört. 2:0. Sané macht einen Doppelpack und Kimmich wird ausgewechselt. Klar. Ganz normale Sache. So, wir werden jetzt zum Ende springen zu einem letzten Spiel hier gegen Wolfsburg, damit wir hier diese Bundesliga-Saison beenden. Wir gewinnen manchmal einfach Spiele. Das ist ein bisschen komisch. Also, Alter, was haben wir gerade für einen Run? Junge, wir gewinnen gerade alles. Und dann verlieren wir gegen Bielefeld, Dortmund, Mainz unentschieden und Stuttgart unentschieden. Wir sehen also vor unserem letzten Spiel 48 Punkte, was, letzter Platz werden wir damit nicht, obwohl hier gefühlt die ganze Mannschaft verletzt ist. Leroy Sané einfach 15 Tore, dem ist das komplett egal. Und wir schauen direkt jetzt hier in der letzten Partie, wen es hier nochmal treffen wird. So, Goretzka hat es bis jetzt noch nicht getroffen. Ich würde sagen, einfach mal ein ganz langer Pass, beziehungsweise eine ganz lange Flanke nach vorne. Ja, okay, der Torwart alles spielt einfach mal mit. Und da sehen wir auch direkt, es wird abgepfiffen und Goretzka hat sich dabei verletzt. Das war dann ja doch ein bisschen zu hart. Ist ja einer von 3 Spielern aus der Startelf neben Manuel Neuer, die sich noch nicht verletzt haben. Wir sehen aber, Goretzka hat sich jetzt hier verletzt. Sané oder Gnabry, einen muss es vielleicht noch treffen oder vielleicht ein anderer. Hier sehen wir die ganze Aktion, da hat er mal komplett durchgezogen. Ja, oh gut, dann wartet er erstmal ein bisschen ab. Ja, okay, perfekte Wiederholung. Wartet erstmal ab, es passiert gar nichts und danach wird angezeigt, er ist verletzt. Perfekte Sache. Und jetzt sehen wir, dass Sané verletzt ist. Ich warte gerade hier mit Gnabry am Spielen auf der anderen Seite. Und hab da schon gedacht, okay, der verletzt sich gleich und dann ist es einfach Sané auf der anderen Seite. Ohne, dass wir den jetzt steuern. Sané ist also der letzte Spieler, der sich hier verletzt. Und wir kriegen keine Wiederholung. Perfekt, aber der ist wahrscheinlich einfach nur gerade ausgelaufen. Was für ein verrücktes Experiment. Jetzt kann ich euch auch zeigen, beziehungsweise das Ganze auflösen. Ich habe das Ganze normal gemacht und einfach die Spiele normal laufen lassen am Anfang. Aber es ist einfach nichts passiert. Die Spieler haben sich nicht verletzt, obwohl die einfach, obwohl ich gelaufen bin und so weiter. Deswegen musste ich die Verletzungshäufigkeit hier auf 100 stellen. Denn selbst bei 70 und 80 und 90 haben sich die Spieler einfach nicht verletzt. Nur bei 100 verletzen sich dann so 2 Spieler. Verletzungsschwere 100, deswegen waren die meisten dann auf 3 Monate. Ich hoffe, euch hat das Ganze unterhalten. Klickt euch jetzt direkt zum nächsten Video, vielleicht zum nächsten Experiment. Schaut auf den Kanal vorbei, abonnieren, liken und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns jetzt im nächsten Video. Bis gleich.